freue mich jetzt, dass ich Frau Dr. Flora Gräfe auch aus Berlin ankündigen darf, die uns jetzt als letzten Vortrag wissenschaftliche Daten und klinische Diskussion zur Beckenbodenrekonstruktion vorstellen wird. Ich bin gespannt. Ja, ich freue mich, diesen letzten Vortrag halten zu dürfen. Wissenschaftliche Daten und klinische Diskussion zur Beckenbodenrekonstruktion. Das möchte ich am Beispiel der vaginalen Zystocellenkorrektur besprechen. Einerseits wurde schon etwas vorweggenommen. Wir haben Daten dazu. Andererseits aber auch möchte ich das ganz allgemein besprechen. Es handelt sich um die häufigste Form der Beckenbodensenkung und ist auch am häufigsten mit Rezidiven assoziiert, was natürlich bei der Diskussion um vaginale Netze aktuell sehr schwierig ist. Ich möchte anfangs die rhetorische Eingangsfrage stellen, was ist vaginale Zystocellenkorrektur überhaupt? Wenn wir in die Literatur schauen, dann finden wir relativ viele unterschiedliche Begriffe von Anterior Colporeffy, AC abgekürzt, bis Native Tissue Anterior Pelvic Organ Prolapse Repair. Das zeigt schon mal eine große Diversität und eine Bandbreite, die an Zahlen, die häufig genannt wird in der Literatur zu Rezidiven, sind 0 bis 92%. Das ist etwas plakativ sicherlich, spiegelt aber auch nochmal wider, dass es da irgendwo eine große Heterogenität an wissenschaftlichen Daten gibt. Es gibt zwei Studien jüngeren Datums, eine von 2018 von einer Arbeitsgruppe aus Wien. Und zwar haben sich die Autoren 40 randomisiert kontrollierte Studien angeschaut, in denen die vaginale Zystocellenkorrektur, hier AC genannt, für Anterior Colporeffy, als Kontrollgruppe gedient hat. Und die haben die Studien analysiert nach 14 Kriterien, die Sie hier aufgelistet sehen. Und zwar also zur OP-Technik der vaginalen Zystocellenkorrektur, wie diese beschrieben wurde, haben sich dort angeschaut, wie wurden die verschiedenen OP-Techniken beschrieben, was für anatomische Strukturen wurden verwendet, welche perioperativen Prozeduren wurden durchgeführt. Und letztlich sind sie zu dem Schluss gekommen, dass es Unterschiede und vor allen Dingen auch Unklarheiten gab in allen Interventionsschritten, in allen anatomischen Strukturen, die verwendet wurden und in den perioperativen Prozeduren. Dann gibt es eine zweite Studie von 2020, und zwar von einer Arbeitsgruppe aus Manchester. Die haben sich 30 Operateure aus Großbritannien vorgenommen und diese Operateure sowohl interviewt als auch gefilmt bei der vaginalen Zystocellenkorrektur. Und dann haben sie diese verschiedenen OP-Techniken schematisch aufgezeichnet, wie Sie hier unten sehen. Und letztlich lässt sich da auch schlussfolgern, insgesamt existiert kein Standard, selbst nicht in dieser Gruppe von Operateuren, wo man doch annehmen sollte, dass sie relativ homogen sind, weil sie alle aus Großbritannien stammen. Dann haben wir, wie Frau Marschke vorhin schon erwähnt hat, auch eine retrospektive Studie durchgeführt. Am Deutschen Beckenbodenzentrum 2016 war das zur vaginalen Hysterektomie mit Scheidenstumpffixation. Das bezieht sich auf die Operationstechnik, die sie im Video gezeigt hatte, und zur Zystocellenkorrektur. Und es wurden 70 Patientinnen eingeschlossen, im Follow-up mindestens 18 Monate, im Median 33,9 Monate. Als Ergebnis kam dabei heraus, der Scheidengrund hat sich bei keiner der Patientinnen erneut gesenkt, wenn ein Rezidiv anatomisch definiert wurde mit ab zweitgradig. Allerdings hat sich die vordere Scheidenwand bei 50% der Patientinnen erneut gesenkt. Ergänzend dazu muss man sagen, dass die postoperative Lebensqualität sich bei 87% der Patientinnen besser oder viel besser dargestellt hat.
Dieses Ergebnis hat uns dann doch nachdenklich gemacht und zu Überlegungen geführt, wie wir die Heilungsrate der Zystozellenkorrektur verbessern können. Und hier möchte ich Ihnen ein Bild zeigen, wo wir auf die vordere Scheidenwand schauen. Das Vaginalepithel ist hier abrepariert. Hier sehen wir die pubocervikale Faszie. Leider ist das Bild etwas unscharf, aber ich glaube, man kann es trotzdem erkennen, dass hier in der Mitte ein Fasziendefekt sich darstellt. Hier in der Mitte sehen wir die Blasenadventitie. Und dieser Fasziendefekt, der tritt manchmal allein durch die Senkung auf. Manchmal wird er iatrogen hervorgerufen durch die Inzision der Vaginalhaut. Manchmal ist die zentrale pubocervikale Faszie auch einfach nur ausgedünnt. Und daraufhin bei der Betrachtung dieser Befunde war die Überlegung, diesen zentralen Fasziendefekt einfach zu verschließen, zunächst mit einer fortlaufenden Naht. Hier sehen Sie, wie zuerst der erste Knoten geknüpft wird, von links vielleicht etwas verwirrend. Ein Linkshänder macht hier den ersten Knoten und nimmt die Faszie auf an der einen Seite so ungefähr zur Hälfte, auf der anderen Seite dann auch so ungefähr zur Hälfte und zum Schluss kommt dabei raus diese fortlaufende Naht, die den zentralen Fasziendefekt verschließt. Und danach sind dann die quergestellten traditionellen Fasziennähte darüber gelegt worden. Mit welcher Rationale haben wir uns das gedacht? Und zwar, dass sich hoffentlich die Wundfläche verringert, dass möglicherweise weniger Hämatome entstehen, dass eine Druckentlastung von der zweiten Nahtreihe erfolgt, was man tatsächlich auch ganz schön beobachten kann bei der Durchführung der OP-Technik, dass dadurch es möglicherweise zu einer verbesserten Wundheilung kommt und hoffentlich auch zu weniger Rezidiven. Wir haben dem Ganzen einen Namen gegeben, Zystozellenkorrektur mit zweischichtiger Faszienrekonstruktion beziehungsweise Double Layered Anterior Colporaphy, DAC abgekürzt. Und dann wollten wir natürlich wissen, macht das Ganze denn überhaupt Sinn, was wir da gemacht haben? Also gibt es tatsächlich weniger Rezidive nach dieser zweischichtigen Faszienrekonstruktion im Vergleich zur einschichtigen Faszienrekonstruktion, wo nur diese traditionellen, beziehungsweise in Anführungsstrichen traditionellen, quergestellten Fasziennähte gesetzt werden? Also, was haben wir getan? Wir haben noch eine retrospektive Studie durchgeführt, 2019, analog zu der Studie von 2016. Und zwar wieder eine vaginale Hysterektomie mit Scheidenstumpffixation durchgeführt und dann eine Zystozellenkorrektur durch die zweischichtige Faszienrekonstruktion. Wir konnten 60 Patientinnen einschließen, im Follow-up mindestens 12 Monate, im Median 19,3 Monate. Als Ergebnis kam dabei heraus, der Scheidengrund hatte sich bei einer Patientin erneut gesenkt. Allerdings die vordere Scheidenwand hatte sich bei 11 Patienten nur gesenkt, was 18,3% der Patientinnen entspricht. Und hier auch ergänzend zu sagen, die postoperative Lebensqualität war bei 91% der Patientinnen besser oder viel besser nach der Operation. Dann haben wir das mit der anderen Studie einmal direkt verglichen. Und hier sehen wir eingekringelt einmal von der einschichtigen Faszienrekonstruktion, hier AC genannt, die Heilungsrate, also postoperativ eine Senkung entweder nullgradig oder erstgradig, bei der einschichtigen Faszienrekonstruktion bei 50% ein Erfolg und bei der zweischichtigen Faszienrekonstruktion bei 81% der Patientinnen. Das ist ein hochsignifikantes Ergebnis. Dann haben wir uns natürlich trotzdem auch die Frage gestellt,
Ist das jetzt etwas, was möglicherweise auch mit den unterschiedlichen Follow-up-Zeiten zu tun hat? Bei der einschichtigen Faszienrekonstruktion mit 33,9 Monaten im Median, bei der zweischichtigen mit 19,3 Monaten im Median. Und daraufhin haben wir noch eine multivariable Analyse durchgeführt, um dieser Frage irgendwie so ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Und zwar können wir da sehen, dass wenn wir unabhängige Risikofaktoren für eine Rezidivzystozele untersuchen, sehen wir einerseits, dass es durch die zweischichtige Faszienrekonstruktion zu einer ungefähr fünffachen Reduktion des Rezidivrisikos kommt. Und dieses Ergebnis ist auch signifikant. Und wir können dieses Ergebnis vor allen Dingen dann darstellen, wenn wir auch die Follow-up-Zeit mit einbeziehen. Was heißt das jetzt ganz genau? Also das im Prinzip kann man das auch anders ausdrücken, dass die Follow-up-Zeit in dieser Analyse keinen unabhängigen Risikofaktor darstellt. Das heißt, das ist kein Beweis dafür, dass die Follow-up-Zeit dass sie keine Rolle spielt. Dafür hätten wir einfach ein anderes Studiendesign verwenden müssen und andere Zahlen. Aber es zeigt, dass wir sowohl bei der einschichtigen als auch bei der zweischichtigen Faszienrekonstruktion gesehen haben, dass Frauen mit einem längeren Follow-up nicht häufiger Rezidive hatten. Also wir haben nicht diese Assoziation, Frauen, die nach 4 Jahren nachuntersucht wurden, hatten mehr Rezidive als Frauen, die möglicherweise erst nach 2 Jahren oder nach 1 Jahr nachuntersucht wurden. Da gibt es keinen Zusammenhang. Dann haben wir uns natürlich noch viele andere Sachen angeschaut. Unter anderem war ja die Frage, gibt es möglicherweise weniger Hämatome nach der zweischichtigen Faszienrekonstruktion? Da sehen wir, dass sich die Hämatome reduziert hatten von 27% auf 15%. Das Ergebnis ist nicht signifikant, aber zumindest klinisch relevant und könnte sich bei einer höheren Anzahl von Patientinnen dann auch als signifikant erweisen. Und etwas anderes, was wir noch gesehen hatten, dass nach der Operation relativ wenig Frauen im Follow-up dann auch Resthahn hatten. Wenn wir uns jetzt das bei der DLC noch mal ein bisschen genauer anschauen, also wenn ich von DLC rede, die zweischichtige Faszienrekonstruktion, dann sehen wir, dass da 5 Patientinnen waren mit Resthahn von 100 bis 225 Milliliter. Und wenn wir das zu präoperativ vergleichen, dann wurden 80,7% der Patientinnen von Resthahn befreit, was ja ein sehr schönes Ergebnis ist. Gleichzeitig nochmal insgesamt zu Komplikationen nach der zweischichtigen Faszienrekonstruktion. Es gab keine Blasen, Harnleiter oder anderen Organverletzungen. Eine Frau wurde revidiert bei einem retroperitonealen Hämatom, was aus der Hysterektomiewunde entstand und dann auch folgenlos abgeheilt ist. Ja, dann möchte ich schon zu meinen Schlussfolgerungen kommen. Und zwar, erstens, es lohnt sich, die Ergebnisse in einer prospektiven Studie zu bestätigen. Zweitens, wie wir anfangs durch die 2 Studien gesehen hatten, die ich vorgestellt hatte, wenn wir irgendwie weiterkommen wollen bei der Entwicklung der Zystozellenkorrektur, dann müssen wir unbedingt einen Fokus darauf legen, die Prozeduren und die wissenschaftliche Berichterstattung zu standardisieren. Sonst wird es nicht möglich sein, Operationstechniken und Methoden irgendwie miteinander zu vergleichen und daraufhin dann auch aufzubauen und etwas weiterzuentwickeln. Drittens, wenn die Ergebnisse sich bestätigen, dann besteht aus unserer Sicht kein Grund, vaginale Netze in der Primärsituation anzuwenden. Des Weiteren
müsste man fragen, ob eventuell auch bei Spätrezidiven dann keine vaginalen Netze mehr zum Einsatz kommen könnten oder müssten. Ja, damit bin ich dann auch schon am Ende und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen.